aus. Gerne lese ich Ihnen jetzt die Nachricht vor, die wir von den Brüdern aus Dessel bekommen haben. Wir freuen uns sehr, wenn es überall zu solchen Initiativen der Verbundenen wie die Nacht der Lichter in Frauenfeld kommt. Wir bleiben miteinander im Geist verbunden, singen und beten die gleichen Lieder und lesen heute Abend in Dessel wie in Frauenfeld die gleichen Texte. Wir singen und beten die Lieder in der Reihenfolge des Liedblattes. Nach dem nächsten Lied auf dem Blatt wird das Kreuz auf den Boden gestellt und es besteht die Möglichkeit, am Kreuz zu beten oder auch am Platz noch weiter Lieder zu singen. Im hinteren Teil der Kirche sind Seelsorger. Wer sich reden lassen möchte oder ein Gespräch wünscht, kann zu ihnen gehen. Im Foyer des Kirchgemeindehauses hier nebenan gibt es anschließend einen Abgeordneten. Die Kollekte sammeln wir für den Solidaritätsfonds in Dessel. Nur so wird es für Leute aus ärmeren Ländern überhaupt möglich, zum dort einen Aufenthalt zu haben. Danke vielmals für alles, was Sie geben. Wir singen jetzt das Lied Ubi Caritas, wo Güte und Barmherzigkeit ist. Da ist Gott. Thank you.
12 in verschiedenen Sprachen. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Ne vous modelez pas sur le monde, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Paolo scrisse: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio. Paulus dice: nun asconformai a questo mondo pregiait, anzi ascoltai, rinnovant vos sin, perciò vos sapci per differenziare o ci hai la volontà di Dio, quella buona pregiaia perfetta. Paul writes, do not model yourselves on the pattern of this world, but let yourselves be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern the will of God. Paul schreef, loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is. Leuchtschach Foto Lohaifu Mitrizafu. Eram Shahlefu Lohaifu und Hatzefu Lohaifu Bufuke. Methoden Tso Ubayenahu. Munsubiono Halohoi, Munhubiono. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
bahnt sich einen Weg durch unser Zögern und unsere Zweifel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.
Heute wird die These folgender Gedanke in verschiedenen Sprachen gelesen. Lebendiger Gott, wir danken dir für die unzähligen Frauen und Männer, Jugendlichen und Kinder, die überall auf der Erde Wege suchen, Zeugen des Friedens, des Vertrauens und der Versöhnung zu sein. Gib, dass wir auch diesem Beispiel folgen und Tag für Tag bereit sind, dem Geheimnis des Glaubens Vertrauen zu schenken. Dieu vivant, nous te louons pour les multitudes de femmes, d'hommes, de jeunes, d'enfants, qui, à travers la terre, cherchent à être témoins de paix, de confiance et de réconciliation. Donne-nous, jour après jour, de nous disposer intérieurement à faire confiance au mystère de la foi. Dio vivente, noi ti lodiamo per le moltitudini di donne, di uomini, di giovani, di bambini che attraverso la terra cercano di essere testimoni di pace, di fiducia e di riconciliazione. Donaci giorno dopo giorno di disporci interiormente ad avere fiducia nel mistero della fede. Dio vivente, noi attendai per le donne, per quei uomini, per quelle luci, per quei infanti, ci attraversano la terra e ci cercano dei testimoni ci dei pace, ci dei fiducia. Da amor dita di teis, tia possibilità, tia creta e teis mister della creta. Living God, we praise you for the multitudes of women, men, young people, and children who, across the earth, are striving to be witnesses to peace, trust, and reconciliation. Enable us day after day to dispose ourselves inwardly to place our trust in the mystery of the faith. Dimanapun kami berada, baik dalam kata maupun